Leute, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zum vierten Spieltag. Der startete am Freitagabend mit der Partie der Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV. Spätestens jetzt sind die Fohlen endgültig verunsichert. Der Auftritt gegen den HSV war wirklich schwach. Die Hamburger machten in der Defensive einen sehr soliden Eindruck und waren nach vorne hin eiskalt. Sie gewinnen verdient, vielleicht etwas zu hoch. Mit 3:0. Zum Ausgang der ersten Partie am Samstagnachmittag wurde eine Menge geraged. Das war das Spiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Und auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich steinigt, ich als Fan freue mich natürlich trotzdem. Aber von Anfang an. Bayern dominiert in der ersten Halbzeit, kommt aber nicht durch. Augsburg macht das besser und geht auch kurz vor der Pause in Führung. Die Bayern wirken kurz geschockt. Und es dauert bis zur 77. Minute, bis Levy der Ausgleich gelingt. In der 89. Minute gibt es eine Fehlentscheidung auf 11 Meter für den FC Bayern, nachdem Costa im 16er gelegt wurde. Nach der Partie entschuldigte sich auch der Schiedsrichter. Müller tritt an und trifft zum 2:1. Der Sieg der Bayern ist absolut verdient, auch wenn man sich die Statistiken ansieht. Über den Weg dorthin dürfen wir gerne streiten. Zeitgleich empfing die Bayer Leverkusen den SV Darmstadt 98. Was ein geiles Spiel. Darmstadt geht unerwartet in der 8. Minute in Führung und hält diese mit grandiosem Zusammenhalt und Teamgeist, an welchem sich die Werkself die Zähne ausbeißt. Endstand 0:1. Damit holt Darmstadt die ersten 3 Punkte ihrer Saison und sind aber immer noch ungeschlagen. Ebenfalls empfing Hannover 96 die Borussia Dortmund. Hannover macht es dem BVB nicht ganz so leicht, wie der Endstand von 2:4 vermuten lässt. Um die Partie in der HDI Arena zu gewinnen, mussten die Dortmunder an ihre Grenzen gehen. Dass es in der Partie der Hertha BSC Berlin gegen den VfB Stuttgart zur Pause 2:1 steht, ist für die Berliner eher glücklich. Doch in der zweiten Hälfte spielte die Hertha deutlich besser und verdient sich ihre 3 Punkte. Als letztes am Sonntagnachmittag spielte noch der FC Ingolstadt gegen den VfL Wolfsburg. Der FCI behält einen Punkt zu Hause und das nicht unverdient. Die Hausherren verteidigten geschickt und an dieser Defensive bissen sich die Wölfe wiederum die Zähne aus. Endstand 0:0. Das Topspiel am Samstagabend fand im Waldstadion hier um die Ecke statt. Die SGE empfing den 1. FC Köln. Frankfurt brannte ein wahres Torfeuerwerk ab und ließ Köln nur sehr selten atmen. 6:2 der Endstand. Ein gelungener Samstagabend. Am Sonntagnachmittag spielte noch die TSG Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen. Alles sieht bis kurz vor Schluss nach einem leistungsgerechten 1:1 Unentschieden aus. Dann folgt ein Finale Furioso, wie es die Bundesliga genannt hat. Eingeleitet durch die Einwechslung des zurückgekehrten Claudio Pizarro. Am Ende steht es 1:3. Als letztes am späten Sonntagnachmittag spielte der FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05. Ein umkämpftes Spiel. Schalke dominierte, aber Mainz blieb gefährlich. Schlussendlich ein Arbeitssieg auf Schalke. Endstand 2:1. Damit wäre ich fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung. Und erzählt mir gerne in den Kommentaren, was ihr vom Spieltag hieltet. Für mich persönlich als Fan bin ich eigentlich zufrieden. Wir sind zwar immer noch hinter den Dortmundern, aber 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte, alles in Ordnung. Die Gladbacher tun mir ein bisschen leid. Ich hoffe, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen. Und auch sonst Leverkusen macht im Moment auch keinen so besonders stabilen Eindruck. Aber wie seht ihr das? Lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Und immer gerne gesehen, konstruktive Kritik. Kriege ich die letzte Zeit häufiger. Freut mich sehr, macht unbedingt weiter so. Womit ihr auch weitermachen könnt, ist mir so süße YouTube-PNs zu schreiben. Bitte, bitte. Das handhabe ich wie mit den Kommentaren. Wenn ihr die Antwortenfunktion aktiv habt, dann antworte ich euch auch. Manchmal dauert es ein bisschen, aber ich mache es eigentlich immer. Ich wurde gebeten, wieder ein bisschen mehr Meinung mit reinzunehmen. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen zu halten. Ich sehe es dann an der Zuschauerbindung, ob es euch gelangweilt hat oder nicht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Spieltag wieder. Um das sicherzustellen, könnt ihr hier abonnieren. Und da kommt ihr zum letzten Spieltag. Und da kommt ihr zu meinem letzten Video. Das war nochmal ein Vlog. Da war ich mit Juli in Köln beim Tube Clash Kinotour-Finale. Und da rede ich auch noch mal ein bisschen was über die Top 20. Also wenn es euch interessiert, klickt auf unbedingt mal drauf. Und ja, ich wünsche euch noch eine sau entspannte Woche. Lasst euch von einem Montag nicht unterkriegen. Wirklich macht mit euch sein. Ciao!